kommt mal alle her. Schergenversammlung, okay? Es gibt da einen neuen Schergen, den ich euch vorstellen möchte. Sein Name ist Meister L und er wechselt von einem direkten Konkurrenten zu uns. Und sonderlich beeindruckend sind diese Schergen ja nun wirklich nicht. Kein Wunder, dass euch der Hintern versohlt wurde. Ihr scheint mir höchstens die Qualität von Nachwuchsschergen zu haben. Nachwuchs? Komm mir zu nah und ich zeig dir, was Hintern versohlen bedeutet. Wurde unserem Meister L nicht auch der Hintern versohlt? Vielleicht bist also du hier eher der Nachwuchsscherge, wie? Nö, der Hintern versohlt? Dass ich nicht lache. Ich hab ihn nur ausspioniert, meine Liebe. Nächstes Mal gehört er mir. Er soll sich schon mal bereithalten. Der Zorn des einzig wahren Meister L wird ihn treffen. Man nennt mich auch Grüner Donner. Aber genug von mir, ich muss den Roboter weiter modifizieren. Lebt wohl. Obwohl der Held in Rot mächtig ist, wird sich ihm einer entgegenstellen. Der Mann in Grün wird die Kraft des dunklen Herzens nutzen und allen die Dunkelheit bringen. So steht es geschrieben im dunklen Prognostikon. Und dieser Mann in Grün, das ist unser neuer Schergel, dieser Meister L. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Genauso sinnvoll wie Pommes und Schokosoße. Beruhig dich, O'Clock. Und halt dich, bereit. Graf Knickwitz hat eine neue Mission für dich. Das verstehe ich schon eher. Wird mir eine Ehre sein, Graf. O'Clock schwört euch, diesmal kommt mir die Latzhose nicht so einfach davon. Und weg bin ich. Ganz schön heißblütig, unser lieber Grobklotz, nicht wahr? Ich nehme an, man sollte das bewundern. Wenn ihr mich nun alle entschuldigen würdet, auch ich mache mich auf den Weg. Und weg ist auch die Menzio. Die arme Mimi darf also nicht mitmachen? Das nervt langsam. Ich, bin nur ungern die Zweiflerin, aber ob O'Clock Erfolg haben wird? Selbst die Menzio, Mimi und Meister L werden vielleicht erfolglos bleiben. Dann wird dieser Held die reinen Herzen sammeln und hierher eilen. Er kommt wegen euch, Graf. Er will euch aufhalten. Graf Knickwitz garantiert dir, alles läuft nach Plan. Schon komisch. Niemand schätzte das Universum so, wie ihr es tatet. Und trotzdem ist es nun an euch, es zu zerstören. Genug, Nastasia. Könnte ich nur... Was wäre dann geschehen? Wenn ich doch nur, an ihrer Stelle. Alles wäre anders gewesen. Niemand kann sie ersetzen. Auch du nicht, Nastasia. Es tut mir sehr leid. Das ist mir so rausgerutscht. Sie ist fort. Fort aus all diesen Welten. Und kehrt niemals zurück. Welche Schmerzen hat da der Graf Knickwitz erlitten? Wie stellst du dir das vor? Das ist nicht möglich. Niemand erlaubt uns das. Wir werden einen Platz finden, an dem man unsere Liebe akzeptieren wird. Gibt es solch einen Ort? Ich möchte dich nicht noch einmal verletzt sehen. Wenn unsere Liebe kein Zuhause hat, lass uns auf der Suche zusammenleben. Und so bitte ich dich noch einmal, heirate mich. Wir werden glücklich sein. Du gibst nicht auf, oder? Von all den hartnäckigen Männern. Timpani, bitte gib mir eine Antwort. Ich liebe dich, nimm mich mit in eine Welt, in der wir glücklich sein können. Wer ist Timpani? Und wer ist dieser Blumier? Was für eine Liebe, was für eine Heirat. Was ist mit Graf Knickwitz los? Ein Rätsel. Wir haben jetzt 5 reine Herzen. Eine beachtliche Sammlung. Hahaha. Was habe ich euch gesagt? Mit dem König des Bösen auf eurer Seite kann absolut nichts mehr schiefgehen. Ja, hehehe.
aber Kleops hat uns bei diesem Herzen sehr geholfen. Wir sollten dankbar sein. Tippi, du scheinst verändert. Du wirkst etwas fröhlicher, das ist schön. Findest du? Seitdem ich aus Fort Conrad befreit habe, fühle ich mich irgendwie wirklich gut. In Marios Nähe kann man so gut Energie auftanken. Oh, ihr seid zurück? Ah, wenn das mal nicht Merlon ist. Wie wäre es dieses Mal? Habt ihr im All ein weiteres reines Herz gefunden? Ja, wir haben das 5. reine Herz gefunden. Oh, du... Momentchen mal, was... Was läuft hier mit Tippi? Sie geht zu Boden? Wie? Was? Tippi! Was ist passiert? Kommt sofort in mein Haus, beeilt euch! Das kommt jetzt überraschend. Erst einmal sollten wir tief durchatmen, aber ich bin sehr beunruhigt. Tippi kann möglicherweise ihre Pixelgestalt nicht mehr lange aufrechterhalten. Ihre Pixelgestalt? Was zum Gumba soll das jetzt wieder heißen? Nun, ihr müsst wissen, dass Tippi nicht immer ein Pixel war. Man hatte sie verflucht, auf ewig zwischen den Welten zu wandeln. Sie war erschöpft. Sie war sehr schwach. Um sie zu retten, griff ich zu einer verzweifelten Maßnahme. Mit der Magie meiner Vorfahren verwandelte ich sie in ein Pixel, in Tippi. Das ist kaum zu glauben. Woher kommt dann Tippi ursprünglich? Tja, sie hat ihr Gedächtnis verloren, also weiß ich nicht, wer sie ist, woher sie kommt. Aber ich glaube, es war kein Zufall, dass sie hierher kam. Es ist Schicksal. Mein Gefühl täuscht mich da nur sehr selten. Oh, scheiße. Da scheint schon wieder was abzugehen draußen. Die Leere ist weiter gewachsen. Zudem sind diese Beben mittlerweile fast schon Normalität. Die Lage verschlimmert sich zusehends. Hat sich die Prophezeiung des dunklen Prognostikern also als richtig erwiesen? Ich werde über Tippi wachen. Macht ihr euch auf die Suche nach der nächsten Herzsäule. Okay. Uns bleibt keine andere Wahl, also wir schauen uns um und... Leute, guckt euch das mal an. Wie verdammt riesig ist diese Leere jetzt geworden? Schaut aus wie ein riesiges schwarzes Loch, was alle Pixel... und alle Welten und alle Dimensionen verschlingen wird. Aber gut, umso mehr gilt es mal wieder, das nächste bzw. die nächste Herzsäule zu finden. Und ich glaube, wir werden jetzt mal direkt das nächste Geheimnis lüften. Denn, so viel vorweg, wir werden das nächste bzw. immer noch die nächste Herzsäule nicht in Flipstadt finden. Jetzt werden wahrscheinlich manche denken, wieso, wie kann das sein, dass wir nicht in Flipstadt fündig werden. Ich kann es euch demonstrieren. Ich habe auch wirklich lange suchen müssen beim ersten Durchspielen. Hier ist ja ein Riss in der Wand und Kabumso kann da sehr gut aushelfen. So, ein neuer Teil von Flipstadt, den wir bisher noch gar nicht erkundet haben. Also mal gucken, wer hier noch alles so haust. Schnüffel, Schnüffel, du riechst nach Weltall. Warst du etwa dort? Ich, Hieronikus, war einst ein gefürchteter Raumpilot. Aber ich hatte genug davon. Ich will dich nicht langweilen. Wenn du magst, kannst du mich gerne wieder besuchen. Gut, er hat gerade wohl noch gar nichts zu erzählen. Der Raumpilot. Aber ja, wir waren im Weltall, haben da kuriose Abenteuer mit Klirps erlebt. Kennst du Flim? Der verkauft echt verrückte Sachen, die sind toll. Er hat einen Laden im Untergrund. Er weiß wohl nicht, dass die Welt endet. Wenn du Interesse hast, solltest du dich auf die Suche nach ihm machen. Und hier haben wir auch noch einen Kartenladen. Hier können wir Karten kaufen. Hallo, willkommen in meinem Laden. Liebe den Traum. Meine Karten erzählen kleine Geschichten und passen in jede Tasche. Bist du das erste Mal hier? Also dann, heute im Angebot sind Kartentaschen und Fangkarten. In einer Kartentasche findest du eine einzelne Fangkarte. Du weißt vor dem Kauf nicht, welche Karte du bekommst. Das ist spannend. Mit Fangkarten kannst du Gegner in Karten verwandeln. Mach deine eigenen Karten. Aber du kannst sie nur einmal einsetzen und manche Gegner sind zu stark dafür. Falls du Karten hast, die du nicht brauchst, kannst du sie mir verkaufen. Diese Waren biete ich feil. Verehrter potenzieller Kunde, soll ich es nochmal erklären? Nö. So, noch will ich ehrlich gesagt gar nichts kaufen. Ich werde sowieso nicht alle Fangkarten sammeln und nicht alle Monster in Karten einsaugen.
Also das ist jetzt nicht mein Anspruch. Hier haben wir einen sehr merkwürdigen Riss in der Wand. Ich glaube, mit unserem tollen Pixel Filippo können wir da bestimmt was hervorzaubern. Ein Geheimnis natürlich, ein geheimer Weg. So schaut's aus. Der führt uns in eine geheime Kathedrale oder sowas in der Art. Halle der Spiegel. Und das ist auch ein Rätsel. Wir müssen bewirken, dass alle diese 8 Blöcke leuchten. Und ich habe da, glaube ich, Stunden dran verbracht oder zumindest eine halbe Stunde mit Sicherheit. So, das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Das habe ich mir nämlich in jedem Fall gemerkt. Wir fangen links an und immer so weiter. Boops, boops, boops. Und das war's. Sehr gut. Alle Blöcke haben geleuchtet und ein neuer Weg ist frei. Wenn man sich da mal vergaloppiert, oh, ist das schwierig. Dann ist es gar nicht mal ganz so einfach. Wenn man weiß wie, dann ist es ein einfaches Rätsel. So. Halle der Spiegel, wo landen wir? Flopstadt Ebene 1. Hier können wir es eindrucksvoll sehen. Wir sind auf der anderen Seite von Flipstadt, wenn man so will. Die Kehrseite von Flipstadt. Willkommen in Flopstadt. Dieses Haus, ich glaube nicht, dass da wer wohnt, aber ich höre Stimmen. Denkst du das vielleicht möglicherweise oder unmöglicherweise? Kann das sein und wenn ja, warum? Ja, sprich weiter ein Rätsel, hier kommen wir nicht rein. Eine Besonderheit hieran ist, dass das Ganze hier spiegelverkehrt ist. Also, das Haus der Karten war normalerweise hier links in Flipstadt. Jetzt ist es hier rechts. Hallo du, haha, ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Bestseller-Autor. Mal von den Kruzis-Chroniken gehört, das ist von mir. Jawohl, und dazu ist mein Kopf voller guter Ideen. Außerdem habe ich schon alle Abgabetermine der nächsten 5 Jahre erfüllt. Sehr interessant. So. Ich glaube auch, die Charaktere an sich sind auch alle vorhanden. Sind aber ganz gegenteilig gepoolt, als es in Flipstadt der Fall ist. Und hier haben wir auch weitere Herzsäulen. Hier ist auch wieder der, halt, ich will mit dir gerade nicht reden eigentlich. Hier ist wieder so ein... Ja, wie hieß denn nochmal der Kochladen von der... Von der einen. Du, jetzt essen diese Schnitzel. Das ist der Cook-Laboratorium, nennt man es Hot Chicken. Hier graben wir die Flavor und so weiter und so fort. I cook you, baby, come on now. So, hier könnten wir wieder Essen zubereiten. Ich glaube auch andere Speisen als in Flipstadt. Aber gut, das ist jetzt auch gerade nicht so das, was ich mir vorgenommen habe. So, wir werden einmal die oberen Etagen betreten. Ich denke mal, jetzt können wir auch mal ganz gespannt sein, was aus Merlon geworden ist. Der musste hier normalerweise dann auch leben. Ein Itemladen haben wir auch. Hier werden andere Items angeboten, als es beispielsweise in Flipstadt der Fall ist. Bessere? Keinen schlechten Tag. Ja, sehr gut. Wie geht's? Alles klar? Willkommen in meinem Laden in Flopstadt. Das erste Mal hier. Was darf es sein? Wir schauen mal, was du zur Auswahl hast. Ja. Also einiges. Ein Superpilzmix zum Beispiel. Ultrapilzmix. 300 Rubine. Das war bei dem Händler doch billiger. Auch wenn ich das schon teuer fand. Das waren, glaube ich, wie viel haben wir denn bezahlt? Ich glaube, wir haben 250 bezahlt oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber doch einiges in petto, wir brauchen gerade aber nichts. Nur mal eben, dass ihr es mal gesehen habt. So. Oh, willkommen. Ich wusste, ihr würdet früher oder später herkommen. Oh, ihr seht aus, als ob ihr euch fragt, wo wir hier eigentlich sind. Hohoho, dieser Ort mag aussehen wie Flipstadt, aber aufgepasst. Ihr wart in Flipstadt, aber ihr habt die Seiten gewechselt. Jetzt seid ihr in Flopstadt. Das heißt, dass ich nicht der Merlon bin, den ihr kennt.
Ich bin die Flapstadt-Version, ein ganz anderer Merlon. Nennt mich Neurem. Sehr gut. Nur mal die Buchstaben vertauscht, aber passt. Versteht ihr nicht? Es gab schon immer zwei Städte. Doch nur Merlon und ich wissen darüber Bescheid. Ihr scheint überrascht. Hohohoho, jedes Ding hat zwei Seiten. Die Herzsäule ist eine Ebene über uns. Platziert das reine Herz dort. Bis dann! Also ich find's auch echt cool, dass man quasi nach Flapstadt integriert hat. In dem Ganzen. Das macht die Erkundung Flapstadt noch um einiges interessanter, wie ich finde. So, wer ist denn der Typ hier? Ah, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast. Ich heiße Röhrenbert. Ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du dir je gedacht, oh, in der Stadt herumzulaufen dauert einfach zu lange? Klar, dachte ich auch. Darum ist es meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen, klar? Ich denke, hier kann ich eine Röhre zum Fuße des Flipstadt-Turms bauen. Was hältst du davon? Du deckst meine Material- und Arbeitskosten, klar? Ich könnte diese Röhre mit Leichtigkeit bauen, aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wäre es mit 300 Münzen? Also, das ist doch mal eine mega geile Sache, oder? Eine Abkürzung von Flipstadt zu Flapstadt. Also nicht immer durch die Spiegelkammer. Das ist schon okay. Sehr gut. Diese Röhre ist 24 Stunden und ein ganzes Jahr geöffnet. Benutze sie, wann immer du willst. Klar, kluge Leute sind immer sehr gründlich. Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Ich muss los. Alles klar, vielen Dank. Okay, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch, ein Zauberer. Merle? Sieht aus wie Merle. Ah, dieses Merles Laden. Flapstadt-Stil. Bei meinen Gaben. Überrascht, so sei es nicht. Mich zu kümmern ist meine Pflicht. Schützt dich einer meiner Zauber, kannst noch so wüten, du bleibst sauber. Und so frage ich, darf ich ein Zauber sein? Von mir für dich? Ja. Zauberpauschalen gibt es viele, erdacht für unterschiedliche Ziele. Wähle mit Bedacht die kostbare Macht. Familienpackung. Irgendwas Gutes ist es bestimmt. Ich weiß gerade gar nicht, was es überhaupt bewirkt. Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Aber bestimmt was Tolles, oder? Wisst ihr was? Wir haben so viel Kohle. Wenn ich trainiere, kriege ich so viel Geld, kriege ich so viele Münzen wieder zusammen. Also insofern. Hihihihi. Ich danke dir. Los geht's. Hui. Ja. Ja. Das Himmels Sonne bringt diesen Wesen Wonne. Kei. Tja, wenn das mal was Gutes bringt, ich weiß es nicht. Der Zauber ist vollbracht, gefeit bist du nun für jede Schlacht. Hört der Zauber auf, komm her, ersetzt doch einen drauf. Super, ich bin hellauf begeistert. Jetzt haben wir tatsächlich 500 Rubine ausgegeben. Das ist eine Menge. Ich muss wieder trainieren unbedingt, dass wir wieder ein bisschen Geld beziehungsweise Münzen beisammen kriegen. So, haben wir hier die Herzsäule denn? Ich glaube... Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Das heißt, die nächste Türe wird erscheinen. Und zum nächsten Part werde ich dann auch wieder ein, zwei Levelchen trainieren. Sodass wir dann frisch gestärkt voranschreiten. Und mit mehr Münzen vor allen Dingen. Mehr Geld muss sein. So. Ihr scheint sehr flink zu arbeiten. Ich habe eine Nachricht von Merlon erhalten. Tepi ist wieder aufgewacht. Sie erwarten euch auf dem Flipshot Turm. Beeilt euch. Okay. Sollten wir tun? Ja. Rückzugsröhre. Halt, doch, die will ich. Geht doch. So, sehr gut. Na, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich trainiere ein bisschen, aber ich will noch vorher Tippi abholen. Da sind die ja sogar schon. Da seid ihr ja. Ich fühle mich wieder besser. Lass uns gehen. Und bist du sicher, dass es dir wieder gut geht? Es wird schon gehen. Haben kaum noch Zeit. Und ich... Ich möchte bei Mario sein. Dann halte ich dich nicht auf. Dein Wissen wird sicher von großem Nutzen sein. Werte Helden, bitte gebt gut auf Tippi Acht.
werden wir tun. Also, bis zum nächsten Mal, bis dahin, macht es gut.